Kannst du auch Deutsch? Ein bisschen, aber mein Deutsch ist nicht so gut. Kein Problem. Hallo. Mein Name ist Frank. Hallo, Eva. Hallo, hallo, hallo. Nice to meet you. Nice to meet you too. You like the Berlin? Ich liebe Berlin. Ich finde das eine super Stadt. Ja. Ja. And the weather is the bad, weather but it's okay. Scheiße, aber alles ist gut. Aber the New Year is coming. Yes, New Year is coming. Year. Everything is okay. Everything is super. Your wish for the next year? Ich bin sehr fertig für the next year. Okay. Yeah. What's your neue Vorsätze, beste Vorsätze nächstes Jahr? Mein Album ist coming und viele spielen in Berlin und in Germany. What's the name from the album? My name? Oh, I can't tell you yet. You have to watch www.evasimons.com. Okay, thank you very much. Thank you. Next time or next year, all the best. All right, thank you. Okay, thank you, PCS. All right, bye. Thank you, tschüss. Axel Fischer. Hi. Hi. Hier am Brandenburger Tor. Wie ist es für dich? Ja, war geil. Ich komme gerade von der Bühne und meine Hände sind ein bisschen abgestorben. Ich musste gerade ohne Jacke singen und war ein bisschen sehr kalt, aber bin jetzt froh, dass wir uns gleich aufwärmen können. Genau. Schauspieler bist du? Sänger? Ja, Und wie kamst du zum Lied Amsterdam? Wie bist du mit Cora in Kontakt gekommen? Wir kannten den Song schon länger und haben halt gedacht, den müssen wir mal neu machen. Und hat bisher noch niemand gecovert und da haben wir einfach mal mit Cora telefoniert, beziehungsweise denen eine Mail geschickt, die haben uns zurückgerufen, fanden die Idee super, haben uns mit denen getroffen und es einfach gemacht. Ja, ich kenne die beiden ja auch sehr gut, also sehr sind ja sehr nette Mädels, gut, ne? Auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall. Was gibt's nächstes Jahr von dir zu erwarten? Wie geht's weiter? Ja, also verraten möchte ich natürlich noch nicht so viel. Es gibt auf jeden Fall eine Fußballnummer zur WM und natürlich auch eine neue Single. Aber was es genau wert, lasst euch überraschen. Ja, alles klar. Und die neuen oder guten Vorsätze fürs nächste Jahr? Was hast du dir vorgenommen? Das sind schon eine Menge, aber da man die eh nicht hält, brauche ich glaube ich darüber gar nichts zu sagen, weil das soll Unglück bringen, glaube ich. Aber euch allen ein frohes 2010 und dass wenigstens eure Vorsätze in Erfüllung gehen. Das hoffen wir doch. Alles klar, okay. Ich danke dir und alles Gute dir. Ja, danke euch auch. Tschüss. Ciao. Okay, das war Axel Fischer. Die nächsten Promi werden wir gleich haben. Und auch Captain Check ist wieder hier. Bruce, hallo. And it's cold. Und was machst du heute Schönes hier? Was präsentierst du? Wir machen ein kleines Hit-Medley, aber ein bisschen eine Altsache mit ein bisschen frische Luft drin. Was sind deine Vorsätze fürs nächste Jahr? Das ist eine Überraschung, ich sag gar nichts. Aber man wird eine neue Produktion erwarten können. Natürlich, das haben wir schon im Sommer erfahren. Natürlich, natürlich. Aber wir haben eine richtig gute Überraschung für nächstes Jahr. Okay, lassen wir uns überraschen und schauen einfach weiter rein. Bruce, einen guten Auftritt wünsche ich dir, auch wenn es schneit. Danke. Das wird trotzdem gut. Top, gute Rutsch. Bin ich hier, frohes Neues. Frohes Neues, ja. Du erinnerst dich noch? Ja, ich bin mich, ich kenne deine Gesicht. We will rock you. Oh, we will rock you, genau. Yeah, das in Stuttgart bei der Premiere, das war ja schon wieder ein Jahr her. Ja, genau. Wie geht's toll. Dir? Sehr gut. Oh. Yeah. Meine Familie. Was habt ihr für euch vorgenommen fürs Jahr 2010? Fürs Jahr 2010 soll es am liebsten so weitergehen, so wie es in 2009 geendet hat, aber noch mehr bergauf, noch mehr Familie sehen. Okay. Nein, aber tatsächlich, ich habe ein ganz schönes Jahr gehabt und ich freue mich auf 2010. Ich habe ganz schöne Pläne, schöne Voraussichten, eine schöne Platte am Start, ist auch sehr wichtig. Genau, wann wird da was Neues kommen? Ich denke schon, in Februar, März wird ich die Single fertig haben. Und dann möchte ich auch schon anfangen, den Single zu promoten. Aber es geht auch zusammen mit einem Single, mit einem Tanz, eine spezielle Tanzart, der sehr populär ist im Moment. Und ich will das daran linken und ich habe sehr gutes Gefühl. Dann wünsche ich mir dir sehr viel Glück und alles Gute fürs Jahr 2010. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Wie willst du Champagner bei uns singen? Was sagst du? Wir sind mit Aida Koyo. So, das war wieder ein weiterer Prominente. Mal sehen, wie es noch weitergeht. So, mittlerweile sind es so 22 Minuten noch bis 12 Uhr, bis 0 Uhr, bis es dann gleich losgeht. Das neue Jahr, das neue Jahrzehnt fängt an. Aber wenn ich wirklich mal so auf die Uhr schaue, wo ist denn eigentlich Amadeus geblieben? Den habe ich jetzt schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ob der wohl immer noch im Publikum steckt? Ich muss mal gucken, wo er bleibt. So, hier bin ich wieder am Brandenburger Tor und ich habe hier eine Person neben meiner Seite. Sie sind? Melli! Und kommen woher? Frankfurt am Main. Was machen Sie genau hier? Silvester feiern. Wen kennen Sie denn hier, dass Sie hier im Privatbereich sind?
die Jacqueline und den Thomas und der Thomas, der kannte den Heiko, der hier arbeitet. Ah, sehr schön. So sieht man mal, wie klein die Welt doch ist. Jetzt ist, glaube ich, noch 15 Minuten bis 12 Uhr, bis das große Feuerwerk losgeht. Ja, 20. Also sie sagt noch 20 Minuten. 20 Minuten. Und, freust du dich schon? Na klar, das ist voll cool hier. Irgendwelche neuen Vorsätze für das Jahr 2010 schon im Kopf oder was sie nächstes Jahr verbessern möchten? Rauchen aufhören und zur Polizei gehen. Oh, zur Polizei. Hm. Ja. Nun sind wir in der Garderobe bei Natasha Thomas. Hello, Natasha, how are you? Good, how are you? Fine, thank you. And you, everything okay? Yeah, it's good. It's loud here. Loud here, yeah. You in Berlin, the weather is not so good, but it's Silvester. Pretty. Wie feierst du? Wie feierst du? How am I celebrating? Yeah. Well, we're on 5 to midnight, Tony, Henry and I, and... And then afterwards we're going to a club. Okay. And I have two of my friends here with and, me. And your wish for the next year? My wish? Well, I started working on a Danish album that'll be translated into English as well. So hopefully I'll have a Danish and an English album coming out. Okay. And a single early next year in Denmark. When started? When? When start the album? When come it? Well, outside? We just started working on it. We did one song. Okay. But it's going to come out as a single early next year in Denmark, in Danish, first of all. And then we'll translate it. It's English. Been translated, but I have to record it. And then Germany. Okay. Early next year, middle of the year, I think, hopefully. All right. Thank you very much. Good luck for you. Thank and you. Good time. Thank you, you too. Happy okay. New Year. Bye. Bye. So. Das war unsere Silvesterparty vom Brandenburger Tor. Wir haben einige Promis eingefangen. Wie fandest du es? Also es war sehr, sehr schön hier. Und ich muss dazu sagen, diese Promis, es ist einfach nur ein Traum, sie getroffen zu haben. Na, da denke ich doch mal, haben wir schön Silvester zusammen gefeiert. Richtig, hier in Berlin am Brandenburger Tor. Ja. Und wir wünschen euch ein ganz tolles Jahr 2010. Euer Amadeus, Fause und Frank Stiller. Damit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Schaltet ein. Ganz genau. Bis bald. Ciao.